Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Polybridge 2 Master Mode. Wo es weitergeht mit dem Level, das kennt man ja theoretisch schon. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier noch weitere Straßen anbinden kann. Und wenn ja, wie hoch die gehen müssen. Deswegen lassen wir es nochmal ganz kurz laufen. Um zu sehen, der Aufprall hier hat funktioniert. So, der geht bis dahin. Das heißt, der Punkt ist sogar irrelevant. Es geht um den Punkt. Dem müssen wir folgen. Ja, der ist gut. Der geht bis dorthin. Das ist eine Strecke von 2 Metern etwa. So, bisschen mehr als 2 Meter. Wenn wir jetzt hier die Straße weitermachen würden... Ist das gut? Das ist ganz und gar nicht gut. Noch ein Stückchen runter. Dich auch. Dich können wir wieder ausmachen. Gefällt mir noch nicht ganz. Jetzt ist das zu niedrig. Breit leider zu weit auf. Deswegen machen wir die ein bisschen hoch. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt intelligent. Wenn ich hier eine Feder hinmache, wird natürlich trotzdem da das Holz reißen. Okay. Hey, das ist doch gut. Das sieht doch per se gar nicht so blöd aus. Jetzt machen wir eben hier noch weitere Straßen hin. Müssen wir ein bisschen anpassen hier. Aber das würde ich jetzt tendenziell erstmal so nehmen. Bisschen kürzen. Es sollte nicht ins Wasser fallen. Sonst gilt das Level als nicht gelöst, weil er vorher ertrinkt. Ah, da eine Straße blockieren wäre ein bisschen doof, muss ich sagen. So, und da müssen wir halt gucken, inwiefern das sinnig ist, ob er da hochkommt. Ich glaube nicht, dass er das schaffen wird. Die Frage ist jetzt auch wieder eine Gewichtssache, weil wir haben ordentlich Gewicht hinzugefügt. Wir haben jetzt 2 Busse, die draufstehen. Genau das meinte ich. So. Machen wir hier einen Punkt hin. Machen hier einen Punkt hin. Und wir machen hier noch einen weiteren Punkt hin. So, jetzt sehen wir mal, wie das Ganze mit Kabeln aussieht. Und zwar von hier nach da, über den nach oben. Festmachen, festmachen und dann hier einmal runter. Festmachen und festmachen. Bin mir nicht ganz sicher. Sieht besser aus. Jetzt kommen eben die Aufpralle. Oder Aufprelle. Er berührt da fast das Wasser. Da oben reißt es. Okay, das müssen wir ändern.
Aber per se gefällt mir das sogar. Ich habe das Gefühl, dass wir hier ein kleines Straßenproblem kriegen werden. Und weil du daran rumzickst, machen wir hier einfach noch eine Verbindung hin aus Stahl. Ich denke, der Weg nach oben wird ein Problem sein. Hier. Zurück ist er der gleiche. Das heißt, wenn er hier links ist, nimmt er den gleichen Weg. Das ist also kein Problem. Da geht es nur darum, dass wir die Hydrauliken richtig stellen. Eigentlich kann ich dich sogar so hinmachen. Du bist mit dem verbunden und fährst dann mit dem halt einfach runter, wenn du runterfahren sollst, um nachher nicht den Weg für den Bus kaputt zu machen, weil er muss ja wieder zurück. War es jetzt ein Problem, weil er hier gegen geknallt ist? Ich vermute ja. Gucken wir mal, ob hier die Kleinigkeiten ausreichen. Wenn das so funktionieren würde, wäre das sogar finanziell gar nicht mal so schlecht. Okay, das haben wir hier vermasselt. Wir halten dich direkt daran fest. Cool. Das ist es, tendenziell. Der fährt, dann soll A fahren. A ist schon korrekt. Ich muss ja nur darauf achten, dass die Ausgangslage so ist, dass links oben ist und rechts oben ist, damit die E's zurückkommen. Okay, also A fährt, A ist korrekt. Das ist also kein Problem. Dann soll C fahren. Das heißt, hier müssen die Hydrauliken laufen. Ihr müsst euch befreien. Du fährst runter. So, wenn C am Ziel ist, eigentlich ist der nächste Checkpoint, so ein Unsinn. A fährt hoch zu dem Checkpoint, das ist richtig. Dann soll der runtergehen. Dann sollen die beiden E's zurück. Das heißt, wir machen das eigentlich einfach nur wieder rückgängig hier. Dann ist der Weg immer noch für die E's korrekt. Die E's fahren. Dann sollen die C's fahren. Das heißt, C muss hier wieder runter, damit der hoch kann. Und der hier muss runter, damit der fahren kann. Und zu guter Letzt muss beides wieder zurückgemacht werden, damit A ans Ziel kann. Ist das theoretisch richtig? Ich denke schon. Gucken wir uns das mal an. Ob das so stimmt. So. Er fährt hoch. Der fährt hoch. Der Weg ist geebnet. Der Weg ist geebnet. Die kommen ans Ziel. Der fährt rüber. Das ist richtig. Dann sollte der runtergehen. Ich meine, er ist runtergegangen. Ah, okay. Ich weiß warum. Du musst dich lösen. Immer wenn der sich bewegt, musst du dich lösen. Weil du mit runtergehen sollst, natürlich. Das wird gerade ein Problem gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es das Problem war, aber ich glaube schon. Eventuell muss hier oben noch ein bisschen stabilisiert werden. Das würde mich zumindest nicht wundern. A fährt rüber. Dann geht die Hydraulik H runter. Das sollte jetzt da funktionieren. Perfekt. Du kommst ins Ziel. Jetzt sollte es wieder hochgehen. Dann sollten die beiden E's... Nein, das ist umgeklappt. Du bist umgeklappt und du fährst auch falsch. Weil er weiter gerollt ist.
Können wir dem hier vielleicht... Das können wir eigentlich nicht machen. Denke ich. Weil das wird eventuell den Weg von dem Rechten nach links blockieren. Ich würde das hier gerne ein bisschen anders machen, damit er anders fällt. Schade. Also der darf nicht umklappen nach dem Aufprall. Das ist ein Problem. Er steht gut. Aber jetzt hält das Ganze da drüben nicht mehr. Warum? Das verstehe ich nicht. Okay. Ja, du fährst dummerweise weiter, deswegen fliegst du weiter, deswegen willst du hier drauf. Das ist natürlich da ein Problem. Kann ich dich kürzen? Kommst du trotzdem noch ans Ziel? Oder hast du jetzt Probleme? Weil ich hoffe nämlich dann... Ja, kommt ohne Probleme ans Ziel. Aber hier drüben haben wir ein Problem. Ist ein Hin- und Hergeschiebe, wo das Problem sich am Ende befindet. So, jetzt machen wir aus dir eine stärkere Straße. Er kommt immer noch gut ans Ziel. Das gefällt mir. Du bist immer noch weiter, aber ich hoffe, dass du das jetzt nicht erwischst, sondern hier die Teile erwischst, wie es vorher der Fall war. Du fährst immer noch voll gegen. Reicht es denn, das hier aus Stahl zu machen? Kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber gucken wir mal. Ist das schon das Rätsels Lösung? Dass er so weit hier rüber ist, gefällt mir. Ich könnte ihn natürlich hier drüben... zurückziehen mit einer Hydraulik. Wir haben Hydraulikphasen. Das würde wahrscheinlich schlauer sein. Wir müssen nur gucken, bis wohin er gehen muss. Und dann schieben wir ihn einfach vor. Ich mach dich mal fest. Ich habe Angst, dass du da und festhängst. Wir müssen ihn bis zum A ziehen. Ist das zufällig genau die Mitte? Fast. So, das machen wir jetzt mal ganz kurz hier in der A-Phase, um zu sehen, wie er sich bewegt. Sollte natürlich nicht runterfallen. Ja. Bisschen weiter vielleicht. Es könnte schon reichen. Das ist vor der Rückfahrt, sprich in der Phase. Gucken wir mal, wie fern das hilft. Also ist jetzt für mich so ein bisschen spannend, ob er den zurückzieht
Und zwar so weit, damit er nicht hier gegenknallt, weil er weniger Anfahrt hat. Das heißt, er kann weniger beschleunigen. Nee, es hat nicht ganz gereicht. Abgesehen davon ist hier drüben der Fehler gewesen. Das wieder zuzumachen war falsch. Wir machen es wieder in der A-Phase, damit ich die Bewegung früher sehe. Ich glaube, wenn wir das Ganze sogar einfach noch ein Stückchen nach hier ziehen, wir den schon früher zu stoppen wissen. Dementsprechend kommt er dann weiterhin, oder? Gucken wir mal. In der Phase, genau. Das ist gut. Der fährt einfach gegen. Lass uns das mal federn hier. So. Was ist dein Problem jetzt auf der Seite hier auf einmal? Was ist dein Problem? Auf einmal ziehst du hier rum. Hinwag ist gut, Rückfahrt, der geht runter, klickt ein. Der fährt hoch, klickt ein. Ah, er schafft's rüber, cool. Das war mehr Glück als Verstand, dass er da richtig angeklinkt hat, weil er hat sich bewegt. Er ist rechts nicht angeklinkt. Er ist rechts nicht eingeklinkt. Wir müssen auf einen der beiden Seiten die Festhalterung stabil machen. Er darf sich nicht bewegen. Es sollte reichen, wenn das an einer Seite der Fall ist. Dadurch sollte es nicht mehr nach rechts und links beweglich sein. Denke ich. Was ist jetzt dein Problem? Warum ziehst du jetzt rum? Was soll das? So, wir können dich auf jeden Fall jetzt hier auch ausmachen. Dich ausmachen und dann alles löschen, was das angeht. Darf ich nicht? Doch, jetzt. Wunderbar. So, warum ziehst du da jetzt rum? Das hast du vorher nicht gemacht. Fährt. Stoppt. Springt. G funktioniert. H funktioniert. I und J ist eingehakt. Warum reißt jetzt auf einmal das Seil? Das tat es davor nicht. Bist du es gewesen? Ich glaube schon. Jetzt wird es langsam knapp mit dem Budget. Warum reißt du auf einmal? Was ist dein Problem? Das war vorher nicht da. Es hat so gut funktioniert die ganze Zeit. Komm schon. Ich
Ich hatte bei dem einen Durchgang vielleicht gedacht, okay, ich muss das hier noch irgendwie wegfallen lassen, damit der eben ins Ziel kommt, aber es funktionierte ja. Warum denn? Okay, jetzt geht es darum, erstmal es funktionieren zu lassen und dann schauen, wo ich sparen kann. Meine Vermutung ist hier sparen oder vielleicht sogar statt Kabel Seile machen für die Stabilisierung in der Mitte. Könnte gehen, weil die Belastung nicht mehr so hoch ist wie ursprünglich. Ja. Jetzt sind wir theoretisch am Ziel. Ich glaube, er ist rechts eingehakt, oder? Ja. Jetzt sind wir am Ziel. Es ist nichts kaputt gegangen. Korrekt. Also müssen wir jetzt nur noch ein bisschen Geld sparen. Das heißt, wir machen hier raus Seil und ich hoffe, dass das schon reicht. Das langt nicht. Okidoki. Dann behalten wir hier eben den Stahlkabel und machen hier raus ein Seil. Eventuell könnten wir hier auch Holz machen. An diesen Punkten. Statt Seile. Weil sie ja tendenziell nur halten sollen. Und Holz wäre günstiger als Seil. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es wird nicht überall funktionieren. Aber gut, testen werden wir es. Zack, kopieren, einfügen. Sehr gut. Kopieren, einfügen, einfügen, einfügen. Einfügen. Okay, dich müssen wir auch noch ersetzen. Oh, jetzt wären wir noch 16 Dollar daneben. Gucken wir mal, ob es funktionieren würde. Aber wenn das nicht hält, können wir es gerade wieder zurück machen. Tendenz ist vielleicht hier eine normale Straße hinzumachen, statt die verstärkte. Oder hier ein bisschen Holz hinmachen, statt Stahl. Aber die 16 Dollar werden gespart. Das ist definitiv klar. Wenn wir aus dir Seilen machen, müssen wir dich eventuell ein bisschen schmäler machen. Komm schon, es sind jetzt Kleinigkeiten. Ich will nur das Ding ins Budget bringen. Sollte das jetzt nicht funktionieren bei diesem Durchgang, werde ich es offscreen machen und dann sehen wir es in der nächsten Episode im Budget. Weil geschafft ist das Level ja im Prinzip. Es geht wirklich nur darum, das Geld zu sparen an der entsprechenden Stelle. Ja, hier war es nicht. Also, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis zur nächsten Episode. Morgen Master Mode mit diesem Level und dann auch dem nächsten. Sowie natürlich dienstags Master Mode der Bonuswelt und donnerstags die Workshop Level. Sowie am Mittwoch immer die Weekly aus Poly Bridge 3. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.